Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, mal wieder auf meinem Kanal. Es ist nämlich wieder Freitag. Ja, wir verbinden heute Watercolor und Lettering. Und dafür werde ich mir meinen Spruch erstmal hier in die Mitte meines A4 Aquarellpapiers packen. Mit einem Bleistift, wir brauchen wahrscheinlich auch ein Radiergummi, mal gucken. Ich weiß nicht, wie fit ihr seid im einmal vorskizzieren. Ich muss dann doch, glaube ich, das ein oder andere mal radieren. Wir brauchen eine Pinselgröße, nicht 6, 8, 6. Wir brauchen eine Pinselgröße 8, wir brauchen Pinselgröße 2, zwei Wasserbecher, wieder hier was zum Abtropfen. Wir brauchen Aquarell-Mischpalette und ein paar Aquarellfarben. Ich benutze heute mal wieder die flüssigen Ecoline-Farben, einfach weil sich das zum Lettern immer ziemlich günstig macht, wenn wir da Farbverläufe machen wollen. Da, ja, das muss man halt mit normaler, fester Aquarellfarbe immer so vorbereiten und so. Da bin ich jetzt heute ein bisschen faul, deswegen die Ecoline-Farben. Die sind auch sehr schön und machen sich da einfach extrem gut. Mein Spruch für heute ist, Blumen sind das Lächeln der Natur. So, ich gucke nochmal ganz kurz. Blumen sind das Lächeln der Natur von Max Reger. Ja, ich habe das nochmal ganz kurz kontrolliert. Nicht, dass ich hier irgendwas Falsches erzähle. Und zwar werde ich jetzt hier erstmal ganz kurz mein Papier angucken. Wer möchte, kann sich natürlich auf einem extra separaten Blatt erstmal so ein paar Skizzen machen, wie man die Wörter jetzt anordnen könnte oder so. Ich bin da jetzt relativ locker aus der Hand und werde da einfach mir jetzt on the go so ein bisschen improvisieren. Und werde mal schauen, wie ich das hier mache. Okay, gefällt mir aber schon so ganz gut. Ich muss gar nicht radieren. Dann kann ich das nämlich erstmal beiseite packen. Und dann gehen wir mal direkt los. Wir fangen nicht mit dem Lettering an. Das liegt einfach daran, ich möchte gerne die Blumenverzierung hier oben und unterhalb meines Letterings machen. Wenn ich jetzt natürlich hier mit dem Lettering zuerst anfange und dann hier oben die Watercolor-Blumen malen möchte, dann habe ich einfach das Problem, das ist mir einfach schon viel zu häufig passiert, dass ich dann mit meiner Faust oder mit meiner Hand einfach in die Farbe, in die noch nasse Farbe gedatscht bin. Und das möchte ich einfach so gut es geht vermeiden. Deswegen fangen wir mit dem Blümchen an. Ich bereite mir hier dafür einfach so ein bisschen Farbe auf meiner Mischpalette vor. Ein paar Rottöne, ein bisschen Gelb und Orange. Pinselgröße 8 wird erstmal nass gemacht. Und mit einem orangen Blümchen starte ich einfach mal hoch. Das war ja, es geht ja schon gut los hier. So, zumal ich auch immer sage, man soll Wasser und Farbe immer schön nah beieinander haben. Und jetzt mache ich selber nicht. So, das kann man aber ganz gut wieder reparieren. Ja, das ist auch immer gut, wenn ich so eine Fehler vormache. Dann kann man nämlich auch zeigen, wie man das dann ganz gut wieder hinbekommt. So, also ich habe jetzt im Prinzip meine Küchenrolle ein bisschen nass gemacht, habe den Fleck auch feucht gemacht und konnte jetzt hier im Prinzip die Farbe ganz leicht wieder abheben. Das sieht man fast gar nicht. Ich glaube, auf der Kamera sieht man sowieso wirklich gar nicht, ne? Nichtsdestotrotz genug geredet, ich fange jetzt einfach mal an. Ich werde eine fünfblättrige Blume in der Schrägansicht malen oder halbschräg. Ich weiß nicht. Dafür male ich mir hier quasi so einen Halbmond. Als erstes Blütenblatt und von diesem Halbmond aus gehen jetzt vier weitere Blütenblätter. Also hier ist im Prinzip so mein gedachter Mittelpunkt, ja, und um diesen gedachten Mittelpunkt gehen jetzt dann noch vier weitere schlaufenartige Blütenblätter einfach ab. Zack, so sieht das aus. Kann man machen. Und jetzt male ich noch in der Draufsicht welche. Und ich möchte jetzt hier auch wirklich so ein bisschen Farbverläufe haben. Das heißt, ich muss jetzt nicht warten, bis meine Blüte getrocknet ist, sondern ich kann jetzt hier einfach drauf loslegen. Und hier schön alles sehr locker aus der Hand, ohne Vorskizzieren auch. Hier kommt noch eine kleinere hin. So ungefähr. Und dann kann ich hier auch noch, ich wechsle mal kurz den Farbton. Und hier kommen jetzt noch so ein paar Knospen hin. Sind eigentlich eher so,
Also Knospen werden sie dann erst wirklich mit den Blüten und Stängeln, also einfach nur hier so ein paar ungleichmäßige, ja fast Farbflecken eigentlich nur. Genau, damit haben wir den oberen Bereich schon mal ganz gut abgedeckt. Dann kann es jetzt weitergehen mit meinem Grün. Huch, das ist eher blau, kein Grün. Ist aber nicht schlimm. Das nehmen wir auch. So, auch hier die Blüten sind noch feucht. Jetzt habe ich aber wirklich noch ein bisschen Grün dazu getan. Ich will so ein ganz helles haben, das heißt, ich muss jetzt hier wirklich mit viel Wasser. So, gefällt mir das schon besser. Beim Grünton verbinde ich jetzt hier noch die knospenartigen Gebilde. Die sind jetzt auch ein bisschen kräftiger vom Farbton. Ich kann jetzt hier noch so Mini-Blätter mit. Ich benutze jetzt auch den Pinsel Größe 2, ja, ganz wichtig. Damit kann ich jetzt auch noch so kleinere Blätter mit anfügen. Jetzt erstmal trocknen lassen hier oben. Deswegen geht es jetzt hier unten weiter. Auch mit wieder einer Orangenblüte. Die werde ich jetzt aber nicht so symmetrisch auf die gleichen Ebenen packen, sondern die werde ich jetzt hier so schräg anordnen und ein bisschen mehr mittig. Wichtig ist mir jetzt hier gerade im zweiten Teil, dass sich die Farben auf jeden Fall wiederholen und dass das insgesamt einfach ein stimmiges Bild ist. Die Blütenformen sollen sich einfach wiederholen. Ich habe sie einfach bloß anders angeordnet. Ja. Und das gibt dann im Gesamtergebnis dann so einen harmonischen Eindruck einfach. Deswegen werde ich jetzt auch so die gleichen Grüntöne für die Blätter wieder nehmen. Werde die bloß auch hier wieder einfach anders anordnen. Auch so ein bisschen mit der eigenen Ästhetik spielen, so was gefällt mir, wo finde ich, passt es hin, dass es aber auch nicht zu gleichmäßig aussieht. Und die eigene Ästhetik, die formt man ja dann im Prinzip einfach mit Üben, 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 Üben. Und das kommt dann halt mit der Erfahrung, ne? Und Erfahrung kommt halt einfach durch. Jetzt geht es an eine spannende Frage, und zwar, wie gestalte ich das Lettering? Hier habe ich mir überlegt, möchte ich auch sehr gerne einen Farbverlauf machen. Wie ich das mache, habe ich mir gerade so überlegt, dass ich wahrscheinlich Pink und Lila nehmen werde. Also ich hadere einfach so, ob ich Grün-Blau nehmen soll, ne? Oder Pink und Lila zwischen zwei Farben. Idealerweise ist es halt allgemein schon so, dass man die Farben auch schon im Lettering wieder aufgreifen würde.
also oder sollte, die halt auch schon in der Illustration oder in den Blüten vorhanden sind. Einfach damit das wirklich auch ein harmonisches Insgesamtbild bekommt. Pink und lila oder blau und grün? Ich bin jetzt wirklich ein bisschen hin und her gerissen. Ich mache es jetzt pink und lila. Damit hat sich das jetzt. Punkt aus. So. Deswegen, also hier, ich muss halt wirklich darauf achten, dass ich genug Pink einfach vorbereitet habe. Ich packe mir hier nochmal was in meine Mischpalette. Ich möchte das auch nicht ganz so quietschig haben, deswegen hier kommt noch schön viel Wasser mit dazu. Dann ist das ein bisschen transparenter. Und mein zweiter Farbton, der Lila, der kann ruhig ein bisschen kräftiger sein. Und den mache ich mir hier auch nochmal auf meine Mischpalette. Dann kann es jetzt losgehen. Ich erkläre es ganz kurz an den ersten Buchstaben. Ich benutze einen Pinselgröße 2, der eignet sich ideal. Ich zeichne mal ganz gern noch ein paar Mal rüber, dadurch, dass ich eh einen 2-Farben-Farbverlauf machen möchte. Ist es halt eh wichtig, dass der Buchstabe wirklich gut durchnässt ist und noch gut feucht ist, bevor ich dann zum nächsten übergehe und hier jetzt im Prinzip ganz, ganz gezielt einfach irgendwie noch lila Töne mit drauf gebe, ungefähr so. Und mache jetzt hier mit meinem Pink weiter. So, nicht zu viele Buchstaben auf einmal, nicht, dass die Farbe dann zu trocken wird. Dann kann ich nämlich auch keine zweite Farbe mehr reingeben oder die verläuft dann auch einfach nicht mehr so schön. Deswegen immer gemacht. Immer versuchen hier auch den Anschluss zu finden wieder, dass das ein schöner Übergang wird. Die Abstriche schön machen. So. Das Lettering muss jetzt nur noch trocknen, aber unsere Blüten sind jetzt schon mal ganz gut durchgetrocknet. Das heißt, ich kann jetzt mit einem schönen Braunton einfach hier meine Stempel der Blüten machen. Und da nehme ich mir einfach so ein bisschen braune Farbe und tupfe hier mit einem Pinsel Größe 2, den benutze ich hier wieder, tupfe hier ganz, ganz einfach mit der äußersten Pinselspitze meine Stempel auf. Und so kriegt dann auch die Blüte ihr typisches Aussehen einfach, ne? Kann man jetzt schon viel besser erkennen. Ich finde, das macht immer echt extrem was her, ob die fehlen oder ob man die dann schon rangesetzt hat, die Stempel. Weil dann kriegen sie wirklich erst so diesen typischen Blütenlook. So. Und in die große Blüte, da male ich jetzt so ganz dünne Striche. Damit ist meine florale Illustration plus Lettering komplett fertig. Ich habe jetzt hier noch ein paar Bleistiftstriche vom Lettering. Dafür muss ich das Aquarell aber erstmal komplett austrocknen lassen, bevor ich da überhaupt mit dem Radierer rangehen kann. Das sieht aber schon so extrem gut aus. Gefällt mir ziemlich gut. Ich hoffe, euch hat das Video wirklich so ein bisschen Inspiration gegeben, wie man noch Lettering und Watercolor, florale Watercolor-Illustrationen am besten noch verbinden kann. Das ist nochmal eine coole Anordnung, wie man es einfach machen kann. Und ansonsten könnt ihr euch freuen, im August kommt ja von mir ein Buch raus, und zwar Florales Watercolor.
Genau, da packe ich euch dann den Link auf jeden Fall in die Beschreibung. Hiermit habt ihr schon mal so einen kleinen Einblick, wie man das umsetzen kann. Und ansonsten habt erstmal noch eine schöne Zeit und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss!